Um zu verstehen, wie sich die Ereignisse der Trübsal entfalten, muss man den Begriff Daniels 70. Woche verstehen. Die siebenjährige Periode der Endzeit wird Daniels 70. Woche genannt. Um zu verstehen, was das bedeutet, gehen wir zu Daniel Kapitel 9. Dies ist wahrscheinlich die berühmteste Prophezeiung in der zweiten Hälfte des Buches Daniels Kapitel 7 bis 12. Die Prophezeiung über die 70 Wochen, also Daniels 70. Woche. Wenn die Bibel hier das Wort Wochen verwendet, ist damit nicht eine buchstäbliche Woche gemeint, sieben Tage, sondern eine Woche von Jahren. Sie besteht aus sieben Jahren. Also wenn er 70 Wochen sagt, spricht er von 70 Perioden, die jeweils sieben Jahre lang sind. Okay? Und es heißt in Daniel 9,24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Wir haben also 70 Jahre hinter uns die babylonische Gefangenschaft, aber jetzt geht es weiter. Es werden 70 Wochen sein und was werden diese 70 Wochen bewirken? Es heißt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Also diese Prophezeiung über die 70 Wochen hat damit zu tun, dass Jesus kommt und am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Ist das nicht klar? So, wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Und das sind insgesamt 69 Wochen. Also es gibt 7 Wochen, dann gibt es eine Lücke, und dann 62 Wochen und eine Lücke, und dann eine 70. Woche. Diese Wochen sind in drei Phasen unterteilt. Nun, ich glaube, dass sich die 7 Jahre auf den Bau des Tempels beziehen und auch der Mauer und der Straße. Es heißt, Straßen und Gräben werden wiedergebaut und zwar in bedrängter Zeit. Wenn du Ezra und Nehemia liest, wirst du feststellen, dass es Unterbrechungen gab. Vielleicht hat es eine Weile gedauert, bis sie angefangen haben. Und nach dem Tempel bauten sie die Mauer. Und guck mal, was die Pharisäer gesagt haben. In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Es macht also Sinn, dass sich ein Zeitraum von 49 Jahren auf den Bau des Tempels in Jerusalem und so weiter beziehen könnte. Das ist es, worauf sich die 7 Wochen beziehen. Also die 7 Wochen enden damit, dass die Straße gebaut wird, die Mauer gebaut wird und so weiter. Okay? Das ist das Ende der 7 Wochen. Und die 62 Wochen enden mit, dass Christus am Kreuz getötet wird, der Messias ausgerottet wird. Es heißt weiter in Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Wir wissen, dass der Tempel und die Stadt im Jahr 70 nach Christus zerstört wurden. Es ist eine historische Tatsache, dass die Römer im Jahr 70 nach Christus in Jerusalem einmarschierten und die Stadt und den Tempel zerstörten. Sie wurde durch eine Flut von Soldaten zerstört. Nun, wann ist Jesus gestorben? Im Jahr 33. Ja, ungefähr, aber das ist nach bestem Wissen. Circa 33. Okay, wann wurden Jerusalem und der Tempel zerstört? 70 nach Christus, ja? Es gibt eine Lücke inzwischen, okay? Okay, Vers 27. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Das ist die 70. Woche. Wir haben den 7 Wochen gesehen und danach den 62 Wochen. Dies ist die letzte Woche. Und in Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die feste, beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Und lass mich dir das klar sagen, es ist kein Zufall, dass der Tempel im Jahr 70 zerstört wurde. Rat mal, in welchem Jahr dieser Krieg begann. Das ist historisch als der erste jüdisch-römische Krieg bekannt. Das ist sehr gut dokumentiert. Das war ein großes Ereignis zu dieser Zeit. Er begann im Jahr 66. Und rat mal, wann er beendet war. 73 nach Christus. Wie lange dauert es also von 66 bis 73? 7 Jahre. Und rat mal, wann der Tempel zerstört wurde. Und rate mal, wann die Opfer aufhörten. In der Mitte der Woche. Auf halbem Weg, guck mal, es beginnt in 66,
endet im Jahr 73, 7 Jahren? Und in der Mitte? Wirklich? Ist das ein Zufall? Nein, dies wurde genau vorhergesagt. Hunderte von Jahren bevor es passierte. Es ist erstaunlich. Nicht nur der Wiederaufbau des Tempels und die Rückkehr nach Jerusalem sind vorhergesagt. Nicht nur die Tötung des Messias ist vorhergesagt, sondern auch die Verbrennung und Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, ist vorhergesagt und die Tatsache, dass dies in einem Krieg geschehen wird, der 7 Jahre dauert und in dessen Mitte wird das tägliche Opfer aufhören und Jerusalem wird in der Mitte dieser Woche verwüstet werden. Zufall? Nein. Das ist eine sehr genaue Prophezeiung. Vielleicht fragst du, wenn die 70. Woche bereits stattgefunden hat, welche Bedeutung hat sie dann für die Endzeit? Wir können sagen, das ist vorbei, das ist bereits geschehen. Ja, aber so wissen wir, dass es nicht vorbei ist, denn wir haben das Buch der Offenbarung. Die Offenbarung spricht von einer zukünftigen 7-jährigen Periode, in der eine Menge Ereignisse geschehen, die im Jahr 70 nicht geschehen sind. Vielleicht fragst du, oh, wie kann das nochmal passieren? Zweifache Erfüllung. Es gibt eine doppelte Erfüllung von Prophezeiungen. Und nicht nur das. Guck mal, wie viele andere Dinge in der Bibel zyklisch passieren. Wie viele Tempel gebaut und zerstört werden. Denk daran. Erster Tempel gebaut, zerstört. Zweiter Tempel gebaut, es wird ein dritter Tempel sein. Guck mal, das Buch Richter. Das ist ein Rad in einer Schleife. Die Welt funktioniert in Zyklen. Und Gott macht das auch so oft. Und diese Dinge gipfeln in der Endzeit. Es gab schon Antiochus Epiphanes, dann die Römer im Jahr 70 und dann der Antichrist, der große Antichrist am Ende der Zeit. Die 70. Woche Daniels in der Endzeit beginnt also mit dem Erscheinen des Antichristen. Diese Einweihung kann im Geheimen stattfinden, wird aber schließlich offensichtlich sein, wenn der Tempel wieder aufgebaut wird und die Tieropfer beginnen. Die Trübsal besteht aus den ersten 3,5 Jahren, die Jesus als den Anfang der Wehen bezeichnet. Wie wir bereits gesehen haben, ist dies die Zeit, in der die 4 Reiter der Apokalypse auftauchen. Der Antichrist zieht als Eroberer aus und die Welt befindet sich im Krieg. Dies führt zu einer weltweiten Hungersnot und zu massenhaften Tod. Der Antichrist wird diesen Krieg und diese Katastrophe zu seinem Vorteil nutzen, das Zeichen des Tieres einführen und sich selbst als Gott bezeichnen. Er wird dann seinen Fokus auf die Christen richten und die setzt eine kurze Zeitspanne in Gang, die große Trübsal genannt wird, in der die Christen verfolgt werden.